Jemand Durst? So, da sind wir. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, und was dieser E-Scooter, der Movie Pro Komfort, außer dem praktischen Lastensystem noch zu bieten hat, das finden wir jetzt gemeinsam in diesem Video heraus. Kommt mit! Damit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Hentec. Ich bin Henne und wenn ihr euch wie ich für smarte E-Mobilität interessiert, dann lasst doch jetzt ein kostenloses Kanalabo da, denn dann werdet ihr bei neuen Videos automatisch benachrichtigt. In diesem Video packen wir gemeinsam aus, checken Lieferumfang und Verarbeitung, machen unsere ausführliche Probefahrt. Zum Schluss gibt es wie immer ein Fazit zum Movie Pro Komfort. Nutzt bei Bedarf gern die Kapitelsprungmarken. Und los geht's mit Unboxing und Aufbau des E-Scooters. Ja, der weiße Karton, ganz Apple-like, verrät es hier schon ein bisschen. Wir haben es bei Movie endlich mal wieder mit einem leichten, kompakten E-Scooter zu tun. Ja, und diese E-Scooter-Kategorie spiegelt eigentlich genau meinen ganz persönlichen Einsatzzweck wider und da bin ich heute schon richtig auf diesen Test gespannt. Im Lieferumfang natürlich Datenbestätigung und Bedienungsanleitung. Erstere benötigt ihr zum Erhalt des E-Scooter-Kennzeichens. Wie das geht, im oben verlinkten Video. Ein Link zu einer günstigen Versicherung findet ihr in der Videobeschreibung. Netzteil zum Aufladen des E-Scooters und ein Multitool zum Aufbau finden wir in dieser Stofftüte. Außerdem im Karton auch noch ein wenig Schaumstoff, da meckere ich ja immer ganz gerne drüber, aber die Menge hält sich hier insgesamt noch in Grenzen. Ja, und eine Sache, die habe ich so tatsächlich noch nie gesehen, ihr seht es, das gesamte Fahrzeug ist nochmal in einen schwarzen Stoffbeutel eingepackt, das schützt natürlich hier gut vor Transportschäden. Ja, dieser Stoffüberzieher, der hat auch den Vorteil, dass wir hier am Fahrzeug relativ wenig Plastikverpackungsmaterial finden, das ist aus meiner Sicht schon ganz clever gemacht. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick hier auf das mitgelieferte Ladegerät. Dabei natürlich immer interessant die Ladeleistung im Verhältnis zur Akkugröße. Und das sehen wir dann hier auf der Rückseite auch schon. Wir laden hier mit 2 Ampere, der Akku fasst 7,8 Amperestunden und landen so bei einer Ladezeit von 3,5 bis 4 Stunden. Außerdem in der Packung ein roter Liebesbrief in Form eines kleinen Grußwortes des Firmengründers Michael. Das finde ich tatsächlich eine nette Geste und verleiht dem Ganzen nochmal so eine kleine persönliche Note. Wenden wir uns als nächstes dem Aufbau zu und die bebilderte Bedienungsanleitung verrät es, der ist bei Movie tatsächlich ratzfatz erledigt. Das einzige, was zu tun ist, ist die Frontbeleuchtung anzuschrauben, der Rest ist komplett vormontiert, ja, und das macht das Ganze natürlich kinderleicht. Dann noch eben die letzte Schutzfolie entfernt und schon steht er vor uns, der Movie Pro Komfort. Wie es sich für einen E-Scooter der Kompaktklasse gehört, bringt der Movie einklappbare Lenkergriffe mit. Trotzdem ist der Lenker mit 54 cm angenehm breit. Am Lenker finden wir neben gummierten Handgriffen eine mechanische Bremse, zusätzlich eine elektromagnetische Bremse, eine YouTube-Glocke, ihr wisst schon, jetzt läuten, und auf der anderen Seite ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 2 Tastenbedienungen. Hier schaltet ihr zum einen den E-Scooter ein, könnt zwischen 3 Fahrstufen wählen, seht Akkustand und noch einige weitere Angaben wie etwa die Tages- und Gesamtkilometer. Außerdem lässt sich am Display auch die Beleuchtung einschalten. Wie diese sich schlägt, schauen wir uns im Praxistest dann nochmal genauer an. Das Rücklicht gefällt mir hier auf jeden Fall schon mal ganz gut. Vorne am Movie findet sich ein roter Haken, dieser nimmt nicht nur das Lastensystem auf, später mehr, sondern eignet sich auch perfekt zum Anschließen des Fahrzeugs. Der Movie Pro Komfort kommt mit einer 7,9 Zoll Mischbereifung daher. Vorne schlauchbefüllte Luftbereifung und auf dem stärker belasteten Hinterrad unplattbare Honeycomb Luftkammerreifen. Quasi als Pflichtzubehör empfehle ich euch daher auch unbedingt den bewährten Xiaomi Luftkompressor und solltet ihr mal einen Platten haben, das Slime Dichtmittel. Beides findet ihr unter dem Video verlinkt.
Auch wenn er etwas fummelig aussah, ließ sich der Ladeport hier im Test gut öffnen und schließen. Wir haben ein 36-Volt-System, Hinterradantrieb. Ja, und was der leistet, das finden wir natürlich gleich im Praxistest heraus. Bevor es gleich zu meinen absoluten Ausstattungshighlights geht, hier noch ein kurzer Blick auf den Unterboden des E-Scooters. Die Verarbeitung wirkt hier soweit erstmal ganz ordentlich. Relativ viele Schrauben sind zu sehen. Ja, Kabel sind nochmal gesichert. Da gibt es aus meiner Sicht erstmal nichts zu meckern. Die Kabelführung am Lenker ist sichtbar, was sicher aber auch der Höhenverstellbarkeit geschuldet ist. Die Schutzbleche, eine häufige Schwachstelle bei E-Scootern, wirken hier gut verarbeitet und solide. Eines meiner Highlights, der Movie lässt sich mit wenigen Handgriffen auf die ultrakompakten Maße von 111 cm x 16 x 36 cm zusammenklappen und passt somit ideal in Bus und Bahn und natürlich ins eigene Auto. Hier seht ihr nochmal richtig schön, wie kompakt dieses Fahrzeug dann ist. Das ist natürlich ideal für die letzte Meile, ideal für die Stadt. Ja, und so auch beim Gewicht, das prüfen wir natürlich auch. 13,6 Kilo, ja, ich würde sagen, da kann man nicht meckern. Solltet ihr euren E-Scooter mal über längere Strecken transportieren müssen, sei es im ICE oder aber im Wohnmobil, für diesen Zweck bietet der Hersteller eine praktische Tragetasche an. Darin ist das Fahrzeug gut vor Regen und Staub geschützt. Ja, sogar noch Platz für das Ladegerät ist vorhanden. Und wer will, kann sich den E-Scooter jetzt sogar hier mit den Schultergurten auf den Rücken schnallen. Ja, wir haben das natürlich ausprobiert, fanden es im Test nicht so wirklich bequem, aber immerhin ist das eine Option und wer da Lust drauf hat, soll das gerne tun. Aber kommen wir nun zu meinem ganz persönlichen Highlight hier beim Movie. Und das ist ganz klar für mich das optionale zugelassene Lastensystem. Realisiert wird das Ganze über diese kleine Universalhalterung, die man ganz einfach hier auf den roten Haken aufsetzt und dann wieder mit der Schraube fixiert. Dort eingesetzt werden kann dann der bereits gezeigte Gepäckträger. Dieser hat hier so eine etwas gummierte Unterseite und zusätzlich auch zahlreiche Öffnungen, um etwas Spanngurte durchziehen zu können. Und da die maximale Zuladung hier bis zu 40 Kilo beträgt, sind die Einsatzmöglichkeiten wirklich vielfältig. Ob etwa als praktischer Transporthelfer bei Lager- und Logistikanwendungen oder aber auch als kompakter Begleiter bei Camping und natürlich auch für Bootsbesitzer. Ja, und auch wer kein Boot besitzt, kann mit dem Movie natürlich ganz klar seine Einkäufe und andere Dinge sicher nach Hause bringen. Dafür auch besonders gut geeignet das Movie Shopping Set. Ja, und solltet ihr etwa eure Werkzeugbox am Movie montieren wollen, so geht auch das, denn der Hersteller bietet den Systemhalter als separates Zubehör zur Selbstmontage an. In unserem ersten Test checken wir wie immer die Agilität unseres E-Scooters, also wie gut kommen wir hier um unsere Hütchen herum, wie sicher fühlen wir uns dabei, ja, und wie ist das Zusammenspiel zwischen Gas und Bremse. Und das funktioniert hier beim Movie Pro Komfort tatsächlich hervorragend. Das ist ein kompakter, kleiner E-Scooter, ja, und vor allem auch sehr leicht, und das merkt man hier auch beim Fahren um unseren Hindernisparcours. Ja, da hatten wir ja jederzeit einen sicheren Stand, das verdankt der Roller natürlich auch dem Trittbrett, wo man auch mit Schuhgröße 46 durchaus noch angenehm stehen kann. Er ist natürlich ein sehr agiler Roller und insbesondere Fahranfänger sollten sich erst vorsichtig an die dynamische Fahrweise gewöhnen. Der Movie Pro Komfort verfügt über drei unabhängige Bremssysteme. Der Bremsgriff aktiviert hier die verschleißarme Trommelbremse im Vorderrad. Mit einem Daumengriff wird die Motorbremse im Hinterrad aktiviert. Vorteil, diese speist auch Energie in den Akku zurück. Zusätzlich fungiert auch das Schutzblech als Bremse und wir probieren jetzt alle Systeme einmal für euch aus. Los geht's hier mit der Trommelbremse im Vorderrad. Wir beschleunigen auf Maximalgeschwindigkeit und werden dann eine Vollbremsung durchführen. Vorderbremse. 23 laut Tacho, jetzt. Ja, da hat schon mal nichts aufgebockt, das ist gut und wie wir hier im Replay sehen, kommen wir nach einem moderaten Bremsweg auch sicher zu stehen. Wir werden für euch zum Schluss die Bremswege natürlich einzeln ermitteln, machen jetzt aber erstmal mit der elektromagnetischen Bremse im Hinterrad weiter. Wir beschleunigen wieder und bremsen. 23.
Ja, da hat Pascal nicht ganz zu Unrecht gestaunt. Ihr seht es im Replay, das ist wirklich eine sehr, sehr softe Bremse. Ja, der Bremsweg wird quasi fast bis hinten zur Mauer ausgeschöpft. Und da müssen wir gleich mal schauen, was wir dann tatsächlich auch in Metern hier messen werden. Und als nächstes checken wir hier natürlich die Rücktrittbremse. Das ist ja so eine kleine Besonderheit an diesem E-Scooter. Wir beschleunigen wieder auf Höchstgeschwindigkeit. Ja, und dann gib ihm. Ja, der gibt Gummi. Ja, auch dieses Ergebnis markieren wir natürlich für die Vermessung. Ja, wir liegen hier, das sieht man schon, irgendwo zwischen der elektromagnetischen und der mechanischen Trommelbremse. Ja, und interessant wird jetzt zum Schluss nochmal die Gefahrenbremsung. Wir nutzen dabei alle Bremssysteme und ich bin mal auf das Ergebnis gespannt. Und wie man sieht, konnten wir hier tatsächlich noch ein wenig aus dem guten Stück herauskitzeln. Und das ist auch gut so, kommt es in Gefahrensituationen doch auf einen möglichst kurzen Bremsweg an. Ja, und das ist auch das Stichwort. Wir schreiten zur Vermessung. Und hier seht ihr es auch nochmal schwarz auf weiß. Der Bremsweg der elektromagnetischen Bremse ist wirklich sehr, sehr lang. Für meinen Geschmack etwas zu lang. Am sinnvollsten nutzt ihr sie zur Energierückgewinnung, beim Ausrollen oder Bergabfahren. Und nun checken wir, ob der Movie Pro Komfort seinem Namen in der Praxis alle Ehre macht. Vorne haben wir relativ kleine 7,9 Zoll Reifen, luftgefüllt und ein zusätzliches Federbein. Hinten kein Fahrwerk und unkaputtbare Honeycomb Luftkammerreifen. Ja, man wollte hier ganz offensichtlich nicht nur ein kleines, kompaktes und leichtes Fahrzeug schaffen, sondern gleichzeitig auch einen gewissen Fahrkomfort sicherstellen. Ja, und auf diesem Untergrund ist das auch gar kein Problem. Da können wir diesen E-Scooter nicht wirklich herausfordern. Das macht Spaß und deshalb biegen wir jetzt hier gleich mal auf unser Kopfsteinpflaster ab und da bin ich schon gespannt, wie sich der Movie hier schlagen wird. Auf geht's! Ja, achtet auf meine Hände und auch auf die Geräuschkulisse. Klar, da kommt natürlich oben was beim Fahrer an. Aber ich muss sagen, gerade hier auch auf dem Schotter ist das Fahrgefühl tatsächlich für diese Reifengröße erstaunlich gut. Und das liegt vielleicht auch hier an dieser Gummierung, die dem Trittbrett hier noch spendiert wurde. Ja, und hier Offroad auf unserer kleinen Rasenfläche, die Maulwurfshügel sind inzwischen beseitigt. Ja, da kämpft er sich durch, das ist natürlich wacker, aber ganz klar, da gehört dieser E-Scooter nicht hin. Da werdet ihr ihn im Alltag nicht nutzen wollen, sondern das ist tatsächlich ein E-Scooter, der sich auf guten Untergründen, hier auf den Platten, auf Asphalt, in der Stadt wirklich heimisch und am wohlsten fühlt. Dafür ist er letztendlich gemacht. Dennoch ist er angesichts seiner Größe und Leichtbauweise erstaunlich komfortabel zu nutzen und mir gefällt insbesondere der breite Lenker und auch die dreifache Höhenverstellbarkeit desselben, sodass große und insbesondere kleine Fahrerinnen und Fahrer sehr komfortabel mit diesem Fahrzeug unterwegs sein können. Der Motor des Movie sitzt im Hinterrad, das ist insbesondere an Steigung von Vorteil und leistet 300 Watt. Interessant, das System kann hier per Knopf komplett vom Akku getrennt werden, dies sorgt für lange Standby-Zeiten. Die Akkureichweite ist mit 30 Kilometern ausgewiesen, in unserem Test kamen wir auf etwa 20 Kilometer, denn das hängt immer von den verschiedensten Faktoren ab. Über das Display könnt ihr drei Fahrstufen wählen, die sich in ihrer Endgeschwindigkeit unterscheiden. Und Endgeschwindigkeit ist jetzt auch das Thema, die überprüfen wir jetzt. E-Scooter dürfen in Deutschland 20 km/h schnell sein, plus einer Toleranz von 2 km/h und die nutzen viele Hersteller inzwischen aus. Ist das auch beim Movie der Fall? Wir werden jetzt per GPS nachmessen. Ihr seht zum einen rechts das Tacho, links die GPS-Messung und wir schauen mal, was wir aus dem kleinen Burschen herauskitzeln können. Die Beschleunigung ist sanft. Ja, wir schauen hier nochmal jetzt genau hin. Tachometer sagt 22,6. GPS schwankt zwischen 21 und 22 km/h. Das ist ein ganz guter Wert, der auch darauf hindeutet, dass hier gesetzliche Toleranz mitgenommen wird. Das freut mich und wenn man jetzt meckern wollen würde, könnte man sagen, da wäre vielleicht noch 1 km/h mehr drin gewesen. Aber insgesamt ist das schon ein wirklich schöner Wert. Ja, nun läutet auch für den 300 Watt Motor die Stunde der Wahrheit. Eine Spitzenleistung gibt der Hersteller nicht an, aber die wäre gerade am Berg interessant und daher muss er ins Parkhaus, unsere 15% Rampe und wir versuchen es einfach mal. Und er quält sich, aber der zieht durch, der schafft's. Zwar hier nur mit 3 km/h in der Spitze, aber ganz ehrlich, für so einen letzte Meile E-Scooter hat er das hier echt gut hingekriegt und das ist mehr als ich dachte und nicht zuletzt auch
sicherlich dem Hinterradantrieb geschuldet. Da ist einfach am Berg dann doch die Leistung noch ein wenig besser auf die Straße zu bringen. Ja, und mit Anlauf geht es dann auch deutlich flotter die Steigung hoch. Also das ist schon wirklich hier 13 km/h, da kann man nicht meckern. Das ist ein guter Wert. Ja, was sehen wir hier noch? Wir sehen die Vorderlampe. Ja, die ist einigermaßen hell, hier sogar bei Tageslicht noch so ein bisschen erkennbar. Der Lichtkegel aber jetzt nicht sonderlich breit. Ich denke aber, das ist so oberer Standard. Damit kann man sehr gut arbeiten. Und damit sind wir auch schon hier beim Fazit zum Movi Pro Komfort angekommen. Ja, im Vergleich zu seinen Vorgängern hat er tatsächlich an Komfort zugelegt, fühlt sich aber ganz klar, das muss man fairerweise sagen, auf guten Straßen in der Stadt am wohlsten. Überzeugend das integrierte Transportsystem. Hier können Lasten ganz einfach über einen Universaladapter an das Fahrzeug angeschlossen werden. Vom Einkaufskorb über die Kiste Bier, nein, natürlich Bionade, kann man da wirklich ganz praktisch seine Sachen, seine Einkäufe nach Hause schaffen. Bis zu 40 Kilo, das finde ich auch richtig krass. Was uns sonst im Laufe des heutigen Tests noch aufgefallen ist, das haben wir wie immer hier für euch kurz zusammengefasst. Wer ein leichtes, innovatives Fahrzeug für die letzte Meile sucht, wird hier auf jeden Fall fündig. Und da muss man einfach wissen, dass man bei Reichweite, Motorpower schlichtweg ein paar Abstriche hinnehmen muss. Ja, für mich hier in Hannover hat der Movi auf jeden Fall das Potenzial zum Autoersatz, denn hiermit kann ich ganz einfach meine Einkäufe nach Hause schaffen. Wäre der Movi was für euch? Schreibt's doch jetzt gern einfach mal in die Kommentare, ich bin neugierig. Ja, und während ihr tippt, übe ich mal das Rückwärtsfahren. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch eine gute Zeit, fahrt vorsichtig und dann sehen wir uns schon ganz bald zu einem neuen Video bei Hentec. Ciao! Ihr wollt euren neuen E-Scooter versichern? Dann habe ich hier das passende Video für euch. Ja, und ansonsten noch ganz, ganz viele andere E-Scooter-Tests. Viel Spaß!